Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von SimReport auf meinem Kanal. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, irgendwie ging das Game in Vergessenheit bei mir. Und ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, wo ich da überhaupt zuletzt gestanden bin bei dem Game. Das lag vor allem daran, weil ich gerade ein paar Dinge plane, die noch offen sind. Und etwas von dem wird auch am heutigen Tag sogar noch an die Öffentlichkeit kommen. Also müsst ihr mal auf dem Kanal vorbeischauen, vielleicht sieht man es sogar schon. Wer weiß, es ist auf jeden Fall ein spezielles Video, was heute noch kommen soll. Also heute Montag. Ostermontag, so übrigens. So, also, und ich möchte hier drin die letzten Schliffe machen jetzt und die Map somit beenden. SimReport hat selbst, also die Entwickler haben angekündigt, dass, also sie haben wieder einen Entwicklungskreis beendet. Alle diese Änderungen sind jetzt auch im öffentlichen, also im normalen Spiel verfügbar. Und es geht auch so langsam dem Early Access, dem Ende entgegen, haben sie schon so leicht angekündigt. Also ich rechne damit vielleicht noch so 4 Monate, 5 Monate, irgendwo so. Sie werden jetzt noch ein paar Dinge implementieren und dann wird es aus dem Early Access rauskommen. Ich werde natürlich mit einer neuen Staffel irgendwann wieder am Start sein, keine Angst. Aber dafür, ja, müssen wir dem Spiel wieder mal ein bisschen Zeit geben, damit auch wieder neue Dinge dazukommen. So, jetzt würde ich da die Security-Zone auf das ausbauen. Das ist noch eine von unseren offenen Baustellen hier. Dann da mal einen schönen Boden reinmachen. Das einzige Neue aktuell, was es gerade gibt, ist die sogenannte Timelapse. Man kann jetzt eine Timelapse aufnehmen im Spiel selbst. Also ohne Aufnahmeprogramm und so. Das kann man jetzt direkt aufnehmen. Das ist neu. Für mich ist es nichts, aber ich denke, oder ja, nix. Ist schon gebrauchbar. Das möchte ich nicht sagen, vielleicht. Aber vielleicht für andere ist es mehr nützlich. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auf jeden Fall nicht das Feature, auf das ich gewartet habe. Sage ich ganz ehrlich. Sie haben immer noch, und das ist eines der Feature, die ich vielleicht noch drauf warte, sie haben immer noch Cargo auf dem Plan. Oh ja. Deshalb auf das bin ich noch gespannt. So, jetzt haben wir da noch diese Toilette. Das ist da blöd. Oder integrieren wir die einfach in die Security-Zone? Eigentlich sollte man das nicht. Aber komm, ich mach hier mal so ID-Checks hin. Da oben vielleicht an die Mauer. Ja, ihr seht, es ist jetzt immer noch Chaos, aber alle, ich bin froh, dass ich nicht mehr der Einzige bin, denn auch euer Flughafen, wenn ihr jetzt auf der normalen Version spielt, da ist das jetzt auch so. Und ja, für die Umstellung ist es nicht so schön, ehrlich gesagt. So, also hier ist eigentlich fertig soweit. Da fehlt noch ein bisschen Interieur. Vor allem, wir haben da eine Küche, die kein Kaffee bedient. Hier hinten, das ist soweit fertig. Da oben auch fertig. Durchgänge unten, viel zu übertrieben, aber fertig. Hier auch mehrheitlich fertig. Was fehlt, ist hier der Eingangsbereich. Da müssen wir noch dran arbeiten. Habe ich gesagt, ist das letzte. Und hier diese Ecke. Aber ansonsten sieht das da nicht so schlecht aus. Gut, jetzt bauen sie da ab. Dann kann ich hier schon mal, sie bauen auf, besser gesagt, ein Teil der Infrastruktur abreißen, so. Dann gehen nämlich die Leute nach da vorne. Und dann reiße ich da auch das ab. Komisch, dass sie auch diesen Platz jetzt sofort verlassen haben. Das ist jetzt interessant. Wie wenn das System erkennt, dass hier eine Barriere ist quasi. Und dass man zuerst da, also dass diese dann ungültig ist hier hinten. Speziell. So, haben wir genug? Wir haben sogar einen zu viel. Aktuell. Aktueller Zustand. So. Danach. Das Ganze so aufteilen, wie hier. Aber diesmal mit den schmalen. Also, das wird jetzt hier die Aufgabe. Wenn ich jetzt sage, wir starten da
Hier mache ich mal eine Mauer hin. Da habe ich 4 und da habe ich 4. Genau so. Und dann kommt da ein Gepäckscanner hin. So kann ich ihn nicht hinpacken. Aber kann man auf diese Seite vielleicht den Metallscanner packen? Das geht ja vielleicht. Also da würde ich ihn auf die Höhe platzieren. Ja, das funktioniert. Ja, aber da geht's wieder nicht. wie habe ich das? Da sind die langen. Ich habe überall die langen verwendet. Ja. Die kurzen nicht. Es geht wahrscheinlich auch nicht mit einem Scanner, oder? Wo ist denn der? Hier, Ganzkörperscanner. Ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ja gut, hinten oder vorne wird es gehen. Wenn ich jetzt das hinten hinmache. Nee, geht auch nicht. Keine einfache Baustelle hier. Wie stellen Sie sich denn das vor? So, also den demontiere ich mal, dann müssen sie ihr Gepäck sonst wo suchen. Oder wir machen halt Remote. Ja, die Remote sind halt sehr eng hier. Oder halt nur eine Seite. Und das muss dann reichen für die Leute. Wenn ich jetzt sage, auf diese Linie hier. Da würde einer kommen, dann zwei Abstand, dann kommt da einer. Dann bringst du eigentlich auch noch einige rein auf diese Länge. Vielleicht wäre das auch die bessere Lösung hier. Achso, da müssen wir wieder einen Ort haben, wie zum Beispiel hier. Und da geht das ja. Aber ich fände es natürlich schon schön, wenn sie das auch noch so machen, dass man auch die Kleinen so verwenden kann. Wenn das System schon so umgestellt wird. So, und dann heißt es natürlich, dass man hier oben ab sofort nicht mehr reinlaufen kann. Und dass alle hier unten durch müssen. Da noch und dann... Wo ist der? Da. Dann brauchen wir da noch den Sitzplatz hier. So. Der kommt hier oben in die Ecke. Weil erst wenn ich die anschließe, funktioniert das Ganze hier. Vorher funktioniert da nichts. So, wie sieht es bei den Fliegern aus? Soweit ganz gut. Außer, dass wir hier jetzt natürlich ein bisschen Stau haben. Speichern. So. Ja, und jetzt braucht es nur noch eine Person, die das Ganze hier überwacht. Also bei den Gepäckscannern auf jeden Fall. Und dann sollte das aufgehen da. Wenn sich natürlich eine Person nach da oben bewegt. Aber wir haben zwei mehr, also es müsste aufgehen. Jetzt, endlich. So, jetzt sollten alle hier im Betrieb sein. Sobald das Game merkt, dass hier Personal steht. Ist gerade gut, dieser Abend. Und sind wenig Leute da. Also sind immer noch genug da, so gesehen. Die jetzt nicht wissen, was machen. Ja, ist blöd. Aber jetzt hat das Game gemerkt, dass die zwei gut sind. Jetzt sind es drei. Es werden immer mehr jetzt. Hoffe ich.
So, hier, hier, hier. Wir haben links den Backscanner, also soll es bis hier hingehen. Dann habe ich 2, 4, 6, 8, 10. Wie viel kann der maximal? Ja, steht hier leider nicht. Müssen wir schnell warten, weil ansonsten breche ich das ab hier. Aber wenn er noch mehr kann, könnten wir vielleicht noch einen hinbauen. So, alles Grünzeug da weg. Ja, leider, ich habe gerade keinen anderen, der nicht zugeordnet ist. Darum kann ich das nicht testen. Also ich muss zuerst nochmals einen aufbauen. So, diese Wand hier, die, also die Glasscheiben, die kommen da eh weg. Weil da kommt eine Wand rein. Und die Leute müssen hier durch und dann da oben raus. Ja, da geht noch, super. Dann nehmen wir den noch mit, so. Und dann baue ich die Wand gleich hier rein. Bis da. So, Glas wieder rein, da. Und die Zone des Shops hier, wenn wir die noch finden, Geschäft, die können wir da noch erweitern auf das. So, dass es da ähnlich gleich aussieht, genau. Dann haben wir ja bestimmt noch Glas. Glas, da, so. Und da ein bisschen Glas, hier lasse ich das mal so. Oder, ah komm. Soll Glas bleiben. Gut, dann ein bisschen Information. Also einmal hier, einmal hier. Zum Beispiel so. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also es sieht auf jeden Fall weniger überlastet als vorher aus. Ob es mithalten kann, wir werden sehen. Oh, ich will die Mülltonne abbrechen da. Ich will nur das. Alles hat ist egal. Okay, dann hier stelle ich da zwei hin und da. So, und dann brauchen wir da noch ein bisschen Dekoration daneben. Sonst wieder diese Bäume hier. Die da das Ganze ein bisschen grün halten. So, da und da. Gut. Ja, das Glas macht aber da schon sehr viel aus. Also wäre gar nicht mehr nötig gewesen. So, Information ist verteilt. Grün ist es auch. Jetzt haben wir noch diesen Bereich hier. Und da hätten ja schon noch ein paar Bänke Platz. Wenn man sich jetzt da unbedingt hinsetzen möchte. Sag ich mal. So. Zum Beispiel da. Da setze ich gar kein Mülleimer. Sondern direkt irgendwie da etwas Schönes. Der ist außen. Ja, kommt dann die. Und vielleicht da noch so einen Springbrunnen. In die Mitte rein. Ja, die Toilette ist jetzt leider da unten, aber und ob die groß gebraucht wird, ist die andere Frage. Aber damit können wir ja jetzt leben. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm, sage ich mal.
Und dann würde ich da tatsächlich noch den Boden um 1 erweitern und die Zone ebenfalls. So, Tickethalle. Da drüber. Gut. Ja, ich denke, das ist jetzt ein anderer Ablauf der Security, einseitig. Und auch der scheint sich gut zu bewähren, so. Das funktioniert so ganz gut eigentlich. Kann man damit zufrieden sein. So. Jetzt haben wir da oben noch was. Und das hängt eigentlich zusammen mit dem da unten. Mehr oder weniger. Also ich demontiere mal diese beiden Mülleimer da. Den da. Diese beiden Shops. So. Also wir haben da ja Auf- und Abgänge. Das ist ja soweit gut so. Das darf ja da auch soweit bleiben. Dann können wir einen Kaffeestand. Ja, die Frage ist, wir müssen schnell analysieren, wo die Leute durchlaufen. Und ich denke, hier ist eher wenig Betrieb. Und da ist auch eher wenig Betrieb. Also könnten wir da doch so eine kleine S-Ecke machen, wenn ich hier sowas platziere. Sowas und einen Biokiosk. So. Hinten dann eine Mauer, so zum Trennen. Und dann noch ein paar Geldautomaten, ganz wichtig. Kann man auch als, ja, sag mal, Ticketautomat zählen. Für oben. So, dann Deko. Zwei Bäume. Kann man die drehen? Kann man immer noch nicht drehen, das ist schon erstaunlich. Oh, oder noch eine Info-Anzeige da. So. Zum Beispiel. Des Weiteren. Ja, mit den Info-Anzeigen muss ich da ein bisschen variabel umgehen. Die sind da ein bisschen überall platziert, wo es gerade Platz hat. Hier ist ein bisschen der enge Punkt, aber vielleicht da. Und da. Und halt da so. So, und jetzt müssen wir da den Dessertstand noch zuweisen. Wo kommt man am schnellsten hier nach unten? Ja, eigentlich die Küche hier oben, die hat am wenigsten zu tun. Sollen die mal vorwärts machen da. Bisschen Essen liefern, genau. Und dann fehlen uns hier noch Leute. Eine Person. Wir haben 75 Verkäufer. Das ist schon... es ist extrem viel eigentlich. Dann haben wir Dekoration. Oben und unten. Da so ein bisschen daneben hier. Dass sich die Leute hier ein bisschen wohler fühlen. So zum Beispiel. Ja, macht doch schon einen viel besseren Eindruck. Jetzt die Treppe. Verwendet die überhaupt noch jemand? Ich lasse die mal abbrechen, weil eigentlich jetzt gehen ja nur noch Leute hoch, die auch hier hoch möchten. Und ich würde die Treppenlogik gleich so lassen. Das macht keinen schlechten Eindruck hier. Da haben wir drei an... Oh, dann ist es so. Ah, gut. Drei. Also hier könnte noch eine Treppe rein. Wir können da aber ein bisschen tricksen, indem wir da eine normale Treppe setzen. Die nämlich von beiden Seiten verwendet werden kann. So, dann ist der Fehler hier weg, so gesehen. Und die Tickethalle können wir da noch ein bisschen weiterziehen. So. Zwei, drei Bänke, aber ich will nicht, dass sie dann das andere hier hinkommen und sich da absetzen.
Da müssen wir gut aufpassen, dass das nicht passiert. So, dann wird er auch schon abgeschlossen da. Hier unten fehlt dann eine Ecke. Ja, da sieht man es halt, dass es was anderes ist. Aber so geht das da immer hinauf. So, Anreise. Komplett. Genau. Und dann machen wir da Ähnliches. Also da ist eine Infotafel da auf der Höhe. Hier drüben. Da ist sie halt ein bisschen vom Platz abgekommen. Soll einfach ein bisschen Informationen verteilt sein. Ja. Das mögen ja die Passagiere. So, und wenn es geht, noch ein paar Mülleimer. Gut, was sagt denn hier jetzt die Energie? Ja, die Straße ist natürlich ein großer Dorn im Auge, so wie es aussieht. Da passt vielleicht noch so einer hin. Da oben passt noch einer hin. Ja, und hier haben wir gar nichts aktuell. Fast schon traurig, ehrlich gesagt. Aber da kannst du auch schlecht was hinstellen. Also ich kann hier, wenn schon so in einem Abstand, was hinstellen. So, aber dann stimmt der Abstand auch nicht. Also sieht auch nicht gerade grandios aus. So, wir haben ja noch den gehabt und den möchte ich gern wieder aufstellen. Geht aber auch, wenn die Energieleiste nicht da ist. Ja, komm, hier. An die Seite stelle ich den. Soll soweit gut sein. Informationsmäßig auch. Ist das gar nicht schlecht. Ja, der füllt jetzt natürlich energiemäßig alles gut auf. Da auch. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen länger gespielt heute. Also ja, nicht sehr viel länger. Aber ich würde sagen, ich schließe den Flughafen so ab. Wir könnten noch einiges mehr machen und die Performance hat sich eigentlich schon wieder verbessert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einen sehr guten Kontostand erreicht hier. Wir sehen einen sehr hohen Kreditscore. Kreditverlauf ist nicht ganz so gut, aber ja. Und machen auch täglich einen sehr guten Gewinn. Gestern waren es 954.000 und man könnte auf jeden Fall noch Dinge optimieren, teurer machen und dann wäre der Ertrag noch deutlich höher. Also das sage ich auch ganz ehrlich. Es kommt noch dazu. Ich kann den Flughafen für 64 Millionen verkaufen. Das könnte ich auch und einen neuen starten. Aber ganz ehrlich, was willst du mit 64 Millionen? Also da kannst du gerade den Sandbox-Modus nehmen. Obwohl, ich denke, das was hier auf dem Flughafen ist, da haben wir bestimmt einiges ausgegeben. Das kann man aber nicht nachschauen, oder? Ne, das kann man, vor allem hier kann man nur eine gewisse Anzahl an Tagen auch zurückgehen. Und auch hier sind nicht alle Tage dabei. Also wir haben mehr als 150 Tage darauf gespielt. Und einmal muss man davon halt Abschied nehmen. Ich danke euch vielmals, dass ihr alle Folgen dabei wart. Und es tut mir leid, dass wir zwischendurch, nicht nur jetzt am Ende, sondern immer mal wieder ein paar Stockungen hatten. Ich bemühe mich sehr, überall zu schauen für jedes Let's Play und für jede Folge, aber es ist leider wirklich nicht immer möglich und ich schaue selbst immer, dass ich mich da nicht zu viel übernehme und am Ende ja gar keine Videos mehr machen kann oder so, weil ich mich selbst überlaste. Und deshalb, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es wurde nicht ganz das, was ich wollte, aber wir haben immerhin die beiden Seiten gespielt. Und wir sehen uns wieder bei einem anderen Video auf dem Kanal. Tschüss! Ah ja, und bevor ihr weg seid, heute kam ein spezielles Video auf dem Kanal. Schnell reinschauen. Lohnt sich.